So. Sieht gut aus. Was ist das? Zinn. Sehr schön. Tobu fängt an, Musik zu machen für uns. Morning Energy. Energy. Ist das ein Effekt, wa? Das am Dienstag. Krank. Krank. Naja, gut. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde gerade mal ganz kurz hier das Fenster schließen. Nicht? Nicht. So. Das Ganze hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch, hier noch. Fertig. So, das heißt, hier einer hin. So. Feröses Erz. Brauche ich. Warum? Weil. Es ist halt schon ein bisschen doof, dass ich jetzt hier gerade nur Steine klopfe und einfach nichts finde. Jawohl. Also, dass ich nichts finde, kann ich nicht sagen. Das wäre jetzt ungerecht dem Spiel gegenüber. Hier finde ich sehr viel Sulfur. Sulfurohr ist unbedingt nötig, weil wir Tunnelbomben bauen wollen. Also Cubic TNTs. So, pass mal auf. Das ist einer. Zwei. Und jetzt der Klassiker. Ich sehe gerade, mein Cobblestone-Fach ist ja schon wieder voll hier. Was haben wir denn noch? Erde kann weg. Im Grunde genommen kann eigentlich alles irgendwie ein Stück weit nach oben an Erzen. Da. Und so. Pop, 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 pop. So. Was haben wir denn da? Magic Disc 64. Remix. Remix! So. Ach, da ist ja noch ein Erz. Erz, Elektrotin, Project Red, Exploration. Meine Güte, ist mein Gesang schlecht. Aber ich bin ja auch kein Opernsänger, wa? Aber es ist mir auch alles relativ wumpe, verstehst du das? Verstehst du das? So.
So, wir nehmen auf jeden Fall einen Haufen Erze mit. Einfach, weil wir es können und weil es nötig ist. 1, 2, 3, das heißt hier lang. Na komm schon. Ich bin ja mal gespannt, ob wir jetzt wenigstens ein Stück weit Kupfer finden, der für uns ausreichend ist. Was haben wir denn da? Das ist noch nicht genug. Pulverisierer wäre schon geil, wenn wir den hätten. Alleine schon einfach, weil ein Pulverisierer dafür sorgt, dass wir aus dem Material, was wir farmen, einfach mehr rauskriegen. Deswegen halte ich das schon für sinnvoll, erstmal die Dynamos aufzustellen. Ja, und aus den Dynamos dann einfach schlichtweg mit den Dynamos Energieversorgung aufzubauen, um Pulverisierer zu erstellen. Und wenn es erstmal nur einer ist, der uns wenigstens ein bisschen was vorbaut. So. Na komm schon. Mach mal. Eins, zwei, drei. Hier kann ich nicht arbeiten. Das kann ich nicht bearbeiten. Ups. Ich bin aber auch clever. So. Kupfer haben wir immer noch nicht genug. 1, 2, 3. Es geht schon wieder nicht. Klingt irgendwie ganz schwer nach KST. Und ist KST. Hop, hop. Hier hin. 1, 2, 3, 4. Ich höre Lava, aber ich sehe sie nicht. So, wenn wir den Gang fertig haben, dann weiß ich nicht, wo wir noch Kupfer herkriegen. Vor allem muss ich gucken, in welchen Höhenlevel Kupfer jetzt am besten spawnt. Aha! Ich höre Lava, aber ich sehe sie nicht. Das hat sich gerade erledigt. Trotzdem muss ich da hin. Da hinten ist Sulfur. Sulfur brauchen wir. Es ist einfach nötig. Punkt aus. Los, keine falschen Schritte. Schleimse! I'm gonna get you! Hallo! Flup! Okay, hier sind auf jeden Fall noch jede Menge Rohstoffe. Rohstoffe. Ja, und hier hast du ohne Ende noch Material. Zu.
Lava finde ich hier auch. Schönen kleinen Teich. Können wir vielleicht schon ein bisschen was mit anfangen. Vielleicht um eine Fabrik anzufüttern oder so. Oder einfach mal einen Tank aufstellen, wo Lava reingepumpt wird. Können wir ja machen. Jetzt im Laufe der Zeit können wir ja jetzt Stück für Stück auch die Tanks wieder aufstellen. Ich habe ja von Railcraft noch die Multiform-Tanks. Also alles reine Absicht. Was ich halt nicht habe, ist Kupfer. Und das stört mich gerade ein bisschen. So. Deswegen klopfen wir uns gerade den Tunnel hier ein Stück weit frei. Hui! A Waitress Shame. Lang nicht mehr gehört. Die 1, 2, 3, 4, 1, 2. Jawohl, ja. Fangen wir hier wieder von vorne an. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. So. Pling, pling, pling. Oh, guck mal, kann ich gar nicht mehr einsammeln. Ja, wer hätte das gedacht? So, was kann ich noch hochschicken? Die Erze hier kann ich alle hochschicken. Das ist ja schon mal geil. Okay, das geht nicht mehr. Das geht auch nicht mehr. Natürlich die Überlegung, was macht Sinn? Gar nichts, wir lassen das so. Und dann sehen wir zu, dass wir noch ein paar Kupferaufkommen finden. Und im Zweifel, im allergrößten Zweifel, wenn du wirklich nicht mehr weißt, wo es lang geht, dann suchst du damit. Direkt über uns. Tada! So, Kupfer. Und ich glaube, das werden wir jetzt auch öfter einfach mal einsetzen, das System. Einfach um uns diese ewige, ewige von Handbuddelei so ein Stück weit zu ersparen. Hopp, hopp. Ah, guck mal, Sulfur. Können wir nicht genug von kriegen. So, da haben wir doch schon mal ein bisschen was. Kupfer ist etwas weiter oben, ist mir aufgefallen. Wenn du hier nämlich hochläufst, siehst du es. Quasi jetzt auf diesem Höhenlevel könntest du schon... Könntest du hier reinmarschieren? Und einfach mal hier drin suchen. Wenn du nämlich mal guckst, hast du direkt hier dahinter Kupfer zu liegen. Da haben wir jetzt da unten gebuddelt wie die Blöden und Kupfer liegt weiter oben. Das wäre natürlich richtig scheiße. Wie sieht's denn aus? Tatsache, das ist ja unglaublich. Did it, 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 did it